Hallo Leute, ich bin heute an der TH Bingen und habe mich hier getroffen mit Professor Jan Petersen. Herr Petersen, vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, was machen Sie hier an der TH in Bingen? Ja, ich bin hier seit 20 Jahren Professor für Pflanzenbau und Pflanzenschutz und unterrichte und forsche in diesem Bereich. Genau, vielen Dank. Wir kennen uns von der Uni in Göttingen, nämlich vom Institut für Zuckerrübenforschung. Mhm. Aber das ist viele Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Genau. Und Sie haben sich damals auch schon mit Unkrautbekämpfung beschäftigt. Und das ist auch heute mal mein Thema. Ich war in den letzten Monaten viel auch mit der Bahn unterwegs, habe auch unterwegs gesehen, dass die Bahngleise jetzt etwas grüner geworden sind. Das hängt wohl damit zusammen, dass die Deutsche Bahn seit dem Frühjahr 23, korrigieren Sie mich, auf Glyphosat verzichtet. Ja, freiwillig verzichtet. Freiwillig verzichtet, ja. Das hat auch dann der Vorstand kundgetan. Da gibt es also auch tatsächlich ein Papier vom Bundestag, wo das auch drinsteht, dass das 2019 beschlossen wurde und dass man das 23 dann umgesetzt hat. Und Sie scheinen auch dabei zu bleiben. Jetzt ist die Frage, was sind die Alternativen, die sich bieten für den Verzicht auf Glyphosat? Was kann man heute auf den Gleisen machen? Was wird tatsächlich auf einer Deutschen Bahn realisiert? Und welche Möglichkeiten gibt es auch außerhalb der Deutschen Bahn, dem Unkraut Herr zu werden in öffentlichen Flächen, wenn man Glyphosat nicht mehr anwendet? Ja. Also es ist so, dass das Glyphosat nie das einzige Herbizid war, was in den Gleisen zugelassen war und also nach wie vor Herbizide verwendet werden, eben nur nicht Glyphosat. Ja. Da gibt es also verschiedene Produkte, die dann teilweise gemischt werden, um eine gewisse Wirksamkeit zu erreichen. Gleichwohl hat natürlich das Glyphosat einige Vorteile, weshalb es so verbreitet verwendet worden ist, die man jetzt unter Umständen, deshalb eben auch grüner geworden, dann eben nicht ganz auffangen kann durch die verbliebenen Möglichkeiten. Mhm. Ja. Eins ist, glaube ich, Pelargonsäure. Pelargonsäure ist eine Möglichkeit, ebenfalls nicht selektiv. Nicht selektiv und von daher muss man das erstmal abschalten. Ja. So, das müssen wir jetzt, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber Pelargonsäure ist nicht selektiv. Nicht selektiv und von daher kann das ein erhebliches Wirkungsspektrum dann auch abdecken, also verschiedene, die auf den Gleisen halt vorkommenden Arten dann kontrollieren. Aber es ist eben nicht im Vergleich zum Glyphosat systemisch. Das heißt, die Unkräuter können sich schneller regenerieren. Man muss also vielleicht gegebenenfalls häufiger applizieren. Und es bleiben Arten eben übrig, die man dann eben durch andere Maßnahmen kontrollieren muss. Ja, ich sag mal, häufiges Unkraut ist natürlich die Brombeere. Mhm. Kann Pelargonsäure die Brombeere? Kann sie gar nicht. Ne? Ja. Wie sieht es denn aus? Welche Aufwandmengen und welche Häufigkeit muss man einsetzen, wenn man mit Pelargonsäure arbeitet? Also ich weiß jetzt nicht genau, was die Bahn einsetzt an Aufwandmenge, aber man braucht signifikant höhere Mengen als Glyphosat, um vergleichbare Wirkungslevel zu erreichen. Das auf jeden Fall. Die genaue Menge weiß ich nicht. Wenn wir es aus dem Ackerbau nehmen, da gibt es ja auch Anwendungen, Kartoffeln, beispielsweise Kartoffelkrautsikkation. Ja, da ist es dann statt 2 Liter eines Produkts dann auf einmal 24 Liter. Oder so etwas. Also ich habe mal gesehen, Zulassung in der Bahn sind 2 Anwendungstermine und jeweils 16 Liter. Mhm. Und allerdings eine Beschränkung, so steht es in der Zulassung, es darf nicht eingesetzt werden in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März. Mhm. Also quasi ein halbes Jahr lang darf es nicht eingesetzt werden. Ja. Und die Frage ist natürlich, wenn es nicht alle Unkräuter erfasst, wie will man dann dem Unkraut langfristig Herr werden? Ja, langfristig ist eine spannende Sache. Wie gesagt, es gibt noch andere Produkte, die zugelassen sind auf der Bahn. Ich glaube, es gibt noch 2 andere. Die aber auch ein sehr begrenztes Wirkungsspektrum dann haben. Genau. Ja, alternative Methoden ist dann schwierig. Ja. Es gibt Alternativen und jetzt muss man wohl unterscheiden, was hat man für Gleise. Hat man eine Hauptstrecke, die also regelmäßig befahren wird und auch nicht lange dann blockiert werden sollte durch solche Maßnahmen? Ja. Weil Verspätungen haben wir schon genug auf der Bahn. Ja. Oder sind wir im Nebengleisbereich, Rangierbahnhöfe, Bahnhöfe, Nebengleise, vielleicht auch Industriegleise, Hafenanlagen oder so etwas.
wo man Zeit hätte. Mhm. Ja, und da gibt es durchaus Alternativen, die auch angeboten werden teilweise oder erprobt werden. Mhm. Es wird immer wieder auch diskutiert, auch in Gemeinden, mit Abflemmen. Ja. Und das zweite ist Heißwasserbehandlung, also mit Dampf. Genau. Heißwasser oder Dampf, ja. Fangen wir damit an. Dampf ist schwierig, die Wärme wirklich an die Pflanze zu bekommen und dann auch vielleicht ein bisschen zu halten. Generell bei diesen Wärmeapplikationen hat man immer niedrige Fahrgeschwindigkeiten, um überhaupt zurechtzukommen. Das heißt, wie viel? Ja, wir reden ja von wenigen Stundenkilometern. Okay. Ja. Und die Bahn, wenn die Herbizide appliziert, macht das mit 40, 50 Stundenkilometern. Okay. Ne, und das ist also 10-mal weniger. Mhm. Und vielleicht noch weniger, vielleicht ja. 20-mal weniger. Das heißt, das geht für Hauptstrecken nicht, dieses Verfahren. Ja. Aber für so Nebengleise, ja, könnte man das überlegen. Abflammen ist ein Problem, weil auch Technik im Bahngleis liegt, wo die Technik beschädigt werden könnte. Oder es kommt zu Flächenbränden, ja. Was natürlich dann auch ein Problem darstellt. Also davon also hat man, glaube ich, nicht praktiziert. Nee, wird nicht praktiziert. Man hat das probiert, aber nicht. Heißwasser wird auch nicht praktiziert. Heißwasser, gibt es Projekte, die das probieren. Ja. Was noch angeboten wird und auch gemacht wird im Bereich ist Stromapplikation. Aha. Da hat man aber auch das Problem, Fahrgeschwindigkeit, also ist das Gleiche, geht auch nicht besonders schnell. Ja, Technik kann ein Problem sein und auch Brandauslösen kann ein Problem sein. Ja, also da ist man nicht vorgefeit, aber das wären die Möglichkeiten. Wenn ich jetzt höre Strom, wenn ich höre Heißwasser, wenn ich höre Abflimmen, reden wir ja immer auch über Energie. Ja. Hat jemand überhaupt jemals ausgerechnet, wie die Klimabilanz der unterschiedlichen Anwendungen ist? Oder also im Vergleich zum Herbizid immer schlecht, schneiden wir schlechter ab. Ja? Ja. Nur wenn das nicht mehr verwendet werden soll. Klar, Rückstände bei Heißwasser oder Strom habe ich keine Rückstände, keine Probleme, Gewässerverschmutzung oder so etwas. Ja. Das ist dann der Vorteil. Ja. Ja. Ein Tod muss man aber sterben. Ja. Das zweite ist der Umweltaspekt. Also ich sage mal, wenn ich mit Strom arbeite und da sitzt ein Hase, der hat sich ja dann auch überstanden. Wenn ich abflemme, Insekten, auch sag mal jegliches Getier, was da ist, weil wir wirken ja auf das Protein ein, das ist ja anders als bei Glyphosat. Glyphosat wirkt ja enzymatisch nur bei der Pflanze. Ja. Das heißt, wie sehen Sie das mit den Nebenwirkungen im Vergleich zu Glyphosat? Ja, also manche Tiere können halt rechtzeitig flüchten, weil wir ja auch niedrige Fahrgeschwindigkeiten haben. Das ist von daher unproblematisch. Tiere, die halt im Gleis selber sitzen, werden dann eben mit behandelt. Klar. Ja. Und da kommt es ein bisschen darauf an, mit welcher Methode. Ja, aber letztendlich, natürlich kann es Nebenwirkungen geben. Ja. Die würde ich jetzt im Bahngleis aber als nicht so gravierend ansehen, wie jetzt bei einem belebten Boden vielleicht, wo einfach mehr los ist. Ja. Ja, aber ich sag mal, wenn wir von Insekten reden und vielleicht auch Pflanzen, die quasi auf Ruderalflächen vorkommen, wo dann auch wieder Tiere von diesen doch mehr seltenen Arten hier ein Auskommen haben, die werden natürlich mit gegrillt, auf gut Deutsch gesagt. Die werden mit gegrillt, Wir hatten Pelagonsäure, Abflemmen, Wasserdampf, Umwelt hatten wir, Wirkungsspektrum hatten wir auch, Energiebilanzen. Ja. Konkrete Zahlen kann ich jetzt nicht nennen, aber das ist natürlich schon mit Strom. Ja. Ich brauche da meine 8000 Volt, das ist schon eine enorme Energie, die ich brauche. Also das energetisch ist es immer schlechter als die Herbizidanwendung. Ja. Jetzt ist ja der Fall, dass es ja erst seit einem Jahr so ist, dass auf Glyphosat verzichtet wird. Sehen Sie, dass das auf längere Sicht haltbar ist, dass man diesen Verzicht durchhält, oder wird man irgendwann zu dem Ergebnis kommen, wir bekommen jetzt so große Probleme, und da gibt es ja auch schon erste Meldungen von Lokführern, die sagen, hört mal Leute, wir können hier bald nicht mehr fahren, wenn hier so eingegriffen wird, wie wir das bisher gewohnt waren. Ja. Und verstehen Sie das Verhalten der Bahn? Wie sehen Sie das? Auf den ersten Blick ist das vielleicht eher etwas, was Richtung Imagegewinn geht, zu sagen, ich verzichte darauf, ja, oder so kritisch diskutiert wird. Kann man verstehen. Kann man ja auch verstehen, genau. Aber jetzt aus fachlich-wissenschaftlicher Sicht
ist ja immer die Frage, welche Alternativen habe ich, ja, was kostet das und wie effizient sind sie? Und ja, da würde ich sagen, da hat man jetzt noch nicht das Verfahren gefunden, was jetzt das wirklich ersetzen, okay, kann. Kurzfristig kommt man vielleicht zurecht, langfristig könnte ein Problem entstehen, wenn nicht Alternativen entwickelt werden. Wenn natürlich auf irgendwas, ja, verzichtet wird und man hat die Not, etwas zu machen, ist natürlich auch der Druck da, eine Alternative, ja, zu entwickeln. Ja. Sehen Sie, dass da was in der Pipeline ist, dass also zum Beispiel Herbizide, die auch systemisch wirken, vergleichbar mit Glyphosat in der Mache sind? Sie sind näher an den Zulassungsverfahren dran als wir Praktiker? Nee, das denke ich nicht. Also okay, theoretisch ja, weil das natürlich immer einfacher ist, ein Herbizid zu entwickeln, was keine Rücksicht auf die Kultur nehmen muss. Ja, ja, ja. Im Vergleich zu einem selektiven Herbizid, ja, das ist vielleicht von daher schon. Bislang sind viele Entwicklungen daran gescheitert, weil das Glyphosat als Konkurrenz einfach ersatzlos billig war, mhm, günstig war, sodass ein neues Produkt da wenig Chancen hatte, sich zu etablieren. Also theoretisch ja, aber ich sehe jetzt nirgendwo, dass das in die Wege geleitet worden, ja, ist. Zumindest nicht, dass es öffentlich bekannt worden ist. Zumal ja in der Welt das Glyphosat noch existiert. Und wenn das jetzt weltweites, ja, Phänomen wäre, dann wäre das vielleicht ein anderer Druck, der da herrschen würde, ein anderer Markt für die Hersteller. Ja, für mich finde ich es deshalb auch merkwürdig, weil Glyphosat ja gerade wieder für 10 Jahre zugelassen worden, ja, ist. Ja. Also von daher dieses Verhalten der Deutschen Bahn kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Und die Frage ist ganz einfach, ob wir uns vielleicht nochmal in 2-3 Jahren unterhalten müssen, wie dann die Problematik in den Gleisen, ja, tatsächlich aussieht und ob dann nicht doch wieder man sagt, wir wenden es wieder an. Können Sie sich erklären, warum das Glyphosat ein so schlechtes Image hat? Naja, da wird ja entsprechend gearbeitet dran, ja, an, ja, dem schlechten Image, ja. Und wird ja immer noch letztendlich, führt das ja bis zum nahezu Unverständnis, warum man das hat nochmal 10 Jahre zulassen können, wo das doch so gefährlich ist. Ja. Ja. Und jeder mal es weiß, dass es, ja, so gefährlich ist. Also das hat man schon ganz gut hinbekommen, ja, dieses Image hinzustellen. Und ja, jetzt steht man dann von den Scherbenhaufen oder kann verstehen, warum die Bahn sagt, nee, das, mhm, da nehmen wir uns raus aus dieser Kritik und machen das eben nicht, ja, mehr. Ja. Ja. Rein fachlich ist das wenig nachvollziehbar, gerade wenn man eben die Alternativen sieht, die eingesetzt, genau, werden. Genau. Ja. Also Sie sagen auch, dass es so gelöst werden kann, wie es bisher gelöst worden ist, das wird auf absehbare Zeit nicht passieren. Vermutlich nicht. Ne? Okay. Ja. Gut, dann bleibt uns noch nichts anderes, als abzuwarten, ja, was da passiert. Vielen Dank an Sie, Herr Petersen, dass Sie mir Rede und Antwort gestanden haben. Und ja, vielleicht, dass wir in 2-3 Jahren noch mal reden und dann auch wissen, wie es draußen in der Landschaft tatsächlich auf den Gleisen aussieht. Ja. Und vielleicht, dass sich dann doch in der öffentlichen Meinung etwas wieder ändert. Ja, ich bin gespannt, denke aber nicht, das ist so eingefahren und eingetütet, dass das ja kaum einen Ausweg gibt. Aber vielleicht gibt es neue Dinge, die sich entwickeln in den nächsten Jahren. Bleibt abzuwarten. Ja, gerne. Vielen Dank. Gerne.